Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Ära. Es ist lang her, dass ich überhaupt ein Game gezockt habe. Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Jo Leute, was geht ab und willkommen zur primären Folge von Call of Duty Vanguard. Wir werden die Company zocken. Es ist lang her, dass ich sowas gemacht habe. Also fast ein Jahr her. Wir zocken, es gibt ja nur jedes Jahr ein Call of Duty und deswegen werden wir die Company zocken. Ich habe bis jetzt erst auch privat die erste Mission gezockt und es ist ja wirklich lang her, dass ich ein Story-Game gebracht. Ich hoffe, euch gefällt. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst doch gerne Däumchen rum. Da wir starten direkt los und schaut euch gerne auf Instagram. Oh mein Gott. Hamburg 1945. Wir sind also am Ende des Zweiten Weltkrieges angelangt. Seht euch das an. Höllische Welt. Oh mein Gott, ich bin so gehypt drauf, Leute. Es ist ein cooles Spiel und ich hoffe, ihr seid dabei dose wie dann. Also wir sind nicht die Russen, ich denke mal, wir sind die Amerikaner, weil das Spiel auch von Amerikanern ist. Showtime, Leute, ich dürfe jetzt auch los. Wir müssen jetzt von Zug zu Zug springen und uns, jetzt geht's los hier mit der Frostwaffe. Alter, die Vibration ist ja höllisch. Halleluja. So, los geht's. Wir spielen noch auf der Xbox Series X. Also es wird qualitativ. Ich gehe voran. Okay, also da ist noch keiner. Okay, los. Ja, da drüben, Leute. Wir müssen safe rüber. Noch sind wir nicht aufgeflogen. Okay, wir dürfen nicht auffliegen. Oh, ich bin nicht so gut im Leise sein. Aber ich glaube, wir fallen. Okay, ich glaube, das soll keiner kommen sehen. So, lala, weiter geht's. Nachladen, ganz auf entspannt. Hans. Zack. Ich glaube, wir müssen noch rüber. Kümmer dich um einen und ich wette, Petrova übernimmt den anderen. Nein, ich. Sind wir aufgeflogen? Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Ist verschlossen, die Tür. Okay, dann wird uns nichts anderes überbleiben. Oh mein Gott, das ist so scheiße. Ich gehe gleich weiter. Okay. Die Frage hat sich erübrigt, wir sind aufgeflogen. Scheiße, ja. Lass uns was übrig, Novak. Na, heute bin ich ein Killer, der Killer-Instinkt, Leute. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok, weil ich habe da auch wieder geplant, ein bisschen coole Clips zu machen. Also schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. So. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die kommen alle! Oh mein Gott! Okay. Okay, wir sind sowieso aufgeflogen, also ist eh scheißegal. Ach, das war sehr unnötig. Ich glaube, das war auch das Ziel, dass wir auffliegen. Fliegen, aber Mann, ist das scheiße. So, jetzt hier rauf, mein Gott. So, rauf hier. Ach, da! Alter, die haben nicht mal teilweise. Oh mein Gott. Haben wir Granaten? Oh nein, das war zu cool gewesen. Alter, bin ich der Alleinunterhalter hier? Wo ist meine Crew? So, Munition. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, weiter geht's. Rüber hier. Alter, Alter, Alter. Habt ihr einen Vogel? So, zwei Headshots haben wir mal vergeben. Ah, das ist super. Alter, ich glaube, die hier so richtig hardcore angezogen sind, das sind so die... Die richtig schwierig sind. So, weiter geht's. Hör auf. Alter, oh mein Gott. Was geht hier ab? Alter, wir nehmen gerade so. Tschüss. Könnt ihr nicht mal auch was machen? So, komm. Jetzt geht's ab, weil ich sterb gleich.
So. Dass der immer noch lebt. So, weiter geht's. Granaten. Also so Stifter. So, oh mein Gott. Alter, das schreckt mich doch nicht so. Der hüpft da runter, als ob es kein Morgen gibt. Mann! Rauf hier. So, rauf. Wir sind fast beim Triebwagen. Beeilung! Laut der Karte teilen sich die gleichen. Wo müssen wir hin? Rüber. Natürlich! Alter! Spinnt ihr? Okay, die Gleise teilen sich, aber verstehe nicht ganz. Ich muss hier wahrscheinlich rüber. LOL, aufs Dach von den anderen drauf. Das ist natürlich unter die Kuh. So, weiter geht's. Das kennen wir ja schon alles. Aber, ich verstehe nicht genau. Oh, das war nicht so schön. Nein. Okay, wo müssen wir hin? Ah, okay, hier wieder entlang. Lass mal mein Team jetzt zum Dreckarbeit machen und. Ah. Sau! Wie die Kamera dann direkt zurückgeht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell weiter. Oh mein Gott. Okay. Da ist noch jemand. Zu geil. So, rauf hier. Verdammtes Halbkettenfahrzeug! Ach, du Verfick! Wir müssen den. Ach! Hol dir die Deutschen! Gibt er noch immer? Er ist fix in diesem verdammten Panzer! Okay. Scheiße, Rex! Chichi! Das war prächtig! Rauf hier. Jetzt gibt's mal Moon. So. Novak, er schießt den Lokführer! Er schießt den Lokführer, okay, das machen wir gern. Jetzt müssen wir halt wieder leider rüber. Okay, der Zug ist aber noch zu. Wir waren anscheinend. Okay, muss ich wieder rüber. Der Lokführer ist tot, aber okay, jetzt kamen wir dann wieder rüber. Gut, das wusste ich nicht. Die Gleise teilen sich. Spring! Okay. Das hätten wir. Halleluja, Leute, die erste Mission hat schon in sich. So gründlich beschossen wurden. Die erste Mission ist ziemlich schlimm. Die U-Boot-Basis ist unser letzter Stopp. Und jetzt wird so krass, dass ich habe die erste Mission gezockt. Und die ist so schlimm, wirklich. Also man muss sich jetzt mal 3 Stunden lang herumkämpfen und dann kommt so ein richtig übler Mann. Und der ist echt scheiße. Du meinst die beschissene SOI weiß nicht genau? Wisst ihr was? Ich gehe die Bremse ziehen. Wir haben nur einen Namen. Phoenix. Also wissen wir nicht mal, wogegen wir kämpfen. Das ist unsere Mission. Es rausfinden. Die SOI sagt, die Deutschen schaffen was Großes aus dem Land. Könnten Dokumente sein. Enorm wichtig. Wir sollen sie uns schnappen. Wenn es so wichtig ist, warum schicken sie keine Armee? Tun sie. Uns 6. Junge, wir gehören nicht zur selben Armee. Wir sind nicht mal vom selben Kontinent. Ruhig, zurück! Warum wurden wir für diese Selbstmordmission ausgesucht? 6 Spezialisten wurden ausgewählt, die Krautfresser schnell und unbemerkt zu erwischen. Das kann keine Armee. Zu laut, zu langsam. Richard hat recht. Schaut mal, wie hier schüttelt. Aber das ist eigentlich possible, weil sie haben wieder raus, bevor sie was merken. Also wir müssen. Da steht jeder den Plan. Ich schieße auf Nazis. Sie sterben. Wir müssen also wichtige Dokumente holen.
was mitkriegen. So, passt. Los geht's. Oh nein. Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Verdammt! Ich hasse Hunde! Ich hab den Hund direkt zuerst getötet. Weil ich gar keinen Bock auf Hunde hab. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Die ersten sind tot. So. Achtung, der Zug! Wenn ich bis hierhin, um unter die Räder zu kommen. Okay. Hat die Waffe veraimt. So, passt. Weiter geht's. Nein, wo? Wo, wo, wo? Nein, ich hasse Hunde. Nein, es ist so schlimm, man muss immer... Ich hasse es, wenn die so winseln. Ich meine, sie hätten mich sonst auch getötet. Ich kenne die von online. Die sind so krasse Viecher, wirklich. Hä, hey, wo geht ihr denn hin? Da kommt schon wieder ein Hund. Verdammter Mist, ich sehe nichts! Die kommen schnell rauf! Aufgepasst! Wo ist der Hund? Wie bin ich gestorben, Mann? Du bist von einem Hund getötet. Mann, und das sage ich ja. Diese scheiß Hunde. Dieses Spiel wäre so viel cooler, wenn nicht diese scheiß Hunde hier wären. Verdammter Mist, ich sehe nichts. Die kommen schnell rauf. Ich habe einen getötet. Das ist der scheiß Hund. Zwei Hunde. Okay, Entschuldigung, der ist tot. Passt. Gehen wir vor. Keine Splittergranaten mehr. Komm, komm, komm. Na los, Leute! Peek. Er rennt weg. Was denn sonst, Mann? Mann, genau der scheiß Team hier durch. Oh, scheiße, ich hab geklappt, Double. Okay, wir sind im U-Boot. Weiter geht's. Ich bin nicht Jackson, glaube ich mal. Mach die Tür auf, Jackson. Wait, Jackson, okay. Ach, du Helle. Oh mein Gott, ich glaube, das ist das Erste. Ich glaube, man darf es seit 2017 das Kreuz benutzen. Und das ist eines der ersten Call of Duties. Ich glaube, überhaupt das Erste, weil im letzten hatten wir es noch nicht. Hast du einen Schlaganfall? Riggs, bitte sag was. Okay. Wir dürfen nichts mehr... Achso, ich muss hier hin. Phoenix, wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also es ist ein Brite, ein Russe, ein Ami. Zeit für die schweren Geräte. Klingt schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Einer von den, und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt. Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Die wollten, dass wir herkommen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine... dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja, deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Oh nein. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir müssen also Lärm machen.
Gut. Wir geben euch vom Steg aus Deckung. Und suchen nach einem Weg hier raus. Schießt nicht auf uns, sondern wir lassen euch hier. Hab schon zwei getötet. Hä, das sieht aus wie ein Matrose und schießt auf einmal wie Gott. Der arme Junge. Was ist eine Entfernung? Sind noch mehr oder was? Alter, das ist krank! Eine Granate wäre echt cool. Links ist auch, ja? Links, links, wo? Ah, der Matrose hier. Der Minium. Okay, dann gehe ich auch mal runter, würde ich sagen. So, wo sind noch mehr? Oh, wo? Da haben wir Treffenbett gestochen. Wenigstens gibt's diesmal kein Minenfeld. So, geh mal weg. Nein! Ich muss mal kurz healen, Alter. Alter, geht das ab hier. Gott sei Dank ist der MMG tot. Man könnte nicht mal was selbst... Oh, ist das... Ja, sorry. Zeigen wir es ihnen. Richtig so. Weiter geht's. Rauf hier. Ich sterbe safe. Oh nein, hinter mir. Oh nein, hinter mir. Oh mein Gott. Hatte diese Sniper, gut, dass ich die gefunden habe. Mann! Die connected nicht. Ja, wir pushen schon. Ich brauche unbedingt Sniper-Schüsse. Ja. Da drüber hier. Hä, wo sind die Jungs? Ah, hier schon. Moon! Ja, Moon, perfekt. So. Das ist das U-Boot im nächsten Dock. Wir sind nah dran. Unser Schiff ist auf dem Steg. Ich sehe sie. Nicht schießen. Schiebst du doch mal irgendwann? Sorry, aber. Ja, Headshot-Monster heute. Nein, ich muss weg. Der Dude legt nicht nach. Hier sagen jemand, nein, das ist mein Tod. Alle Nav. Okay. Das sage ich lieber nicht nach. Tod. Tod. Gebt uns Deckung. Gehen an Bord. Nein, nicht an Bord. Ich glaube, das ist eine Falle. Da ist die Luke. Jetzt geht's. Ja, muss ich runter. Ich glaube, es ist eine Falle, aber ich muss natürlich das machen, was die zu mir sagen. Ich weiß auch, dass es eine Falle ist. Ah, bist du ein Deutscher? Ich glaube, ich kenne das schon, das ist dumme Idee. Ihr seid wirklich sehr klug. Ich hau da eine Granate rein. Die stehen 2 Meter daneben. Deckung! Seid ihr gesiegt? Ja, Mann. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Bro, das ist Erstall. Weiter, geh! Ja, bin ich gewährter. Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Der Maximaler. Arthur, mach sie auf. Werfe Granate! Geh sicher! Erledigt! Er hat die Granate reingeworfen und er ist nicht gestorben. Ja. Sieht mir aus, als ob es hier nicht weitergeht. Oder rauf wieder? Arthur, was machen wir? Du bist anscheinend unser Boss. Da ist die Kiste. Novak, du bist der Safe-Knacker. Wärst du so freundlich? Machen wir. Arthur? Die Sirenen sind aus. Nein, das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Ja, nimm die Scheißkiste mit. Granate, Achtung!
So Leute, und das war's für heute. Abonniert gerne den Channel, falls ihr wissen wollt, wie es nächstes Mal weitergeht. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Da gibt's immer wieder kleine Teaser, also vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.